bin dabei, versuche das letzte hier zu mieten. Ja, und dieses Areal hier, das gehört nämlich ihm hier, oder gehörte ihm. Das ist mein neues Domizil. So, und hier gucken wir mal kurz rein. Die Tür zu machen. Ne, Kies haben wir nicht. Wir haben Asphalt. Ja, und hier sieht man schon. Also hier natürlich, ne? Namensschild muss sein. Ja, die Mülltonne ist ein bisschen tief drin. Die gehört aber mit zu dem... Das ist keine Einzelmülltonne. Die gehört mit zur Halle. Ihr seht die Dachrinne auch. Aber wenn ich es höher... Stelle, dann passt das nicht. Hier mit der Auffahrerei. Ich kenne noch die Adleraugen, die gleich gucken. Ja, und hier habe ich mich eingerichtet erstmal. Jetzt hat man schon ein bisschen was gesehen. Hier die ominöse Bilderwand. Hier mit Bollemann da oben. Das war mal aus der Chris Binford on Tour Serie eine Folge. Hier der Dicke. Da oben mein erster Next Gen, der schwarze. Habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Der hier unten, er hier, das ist der da oben. So sahen, haben die sich mittlerweile verändert. Wieso gehe ich denn noch? Ja, hier ist klar, Kollege Schnürschuh. Ja, die hatte ich ja alle im letzten Video vorgestellt. Der kommt bald zurück hier nach Schweden. Da weiß ich, da gibt es mindestens einen Zuschauer, der da schon richtig sehnsüchtig drauf wartet. Ja, und dann werden wir sehen. Für den da oben, das war ja immer so ein bisschen mein Problem, für den werde ich auch was zu fahren haben, für den Volvo auch, wegen der Zweijahrsgeschichte, kommen wir gleich zu. Er sowieso, er wird zu tun haben, er läuft auch und er läuft auch. Und dann schauen wir mal, was noch passiert. So, hier haben wir nochmal ein Bild. Auch aus der Chris Binford und Tour-Serie mit auch einem Hauber. War eigentlich auch ganz cool, die Folge. Silo und Schubbohnen und Tanker würde ich ja auch gerne mal fahren. Aber kriegst du in der Story natürlich schwer unter, ne? Wenn du so ein bisschen halbwegs normal bleiben willst. Ja. Deswegen hatte ich ja so ein bisschen die Serie mal angefangen, um solche Dinge zu machen. Jetzt habe ich ja den Anhängerzug schon drin, diese Ridget-Geschichte. Und... Oh, ich sehe gerade hier hinter dem Bild liegt irgendwas. Oder ist irgendwas schlecht fotografiert? Ah ja, gut. Ja, und hier... Die vielgepriesene Zuschauerwand nach meinem Aufruf. Immerhin, bis auf ihn hier unten, den habe ich als Platzhalter eingebaut. Sonst ist das immer ein bisschen blöd. Ja, viele haben es gesehen, den Aufruf. Ich hätte tatsächlich mit ein paar mehr Bilder gerechnet. Aber immerhin. Warte mal. Da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, ich hätte mit ein paar mehr Bilder gerechnet, aber so long. Das ist das Ergebnis soweit. Vielleicht kommt das ein oder andere Bild ja noch. Danny war der Letzte hier mit seinem Magnum und dem, ich glaube, wie heißt er? Rocky Bunny? Rocket Bunny, genau. Das war Danny, Kollege Bollemann da unten, Hemmeder, Helmut, Hermi, JJ, da Paddel ist da oben, ganz links ist, Na, sagen wir schnell. Julian. Oh, sag ich, komme hier auf den Namen nicht. Ja. Und so ist bisher jeder verewigt, der hier ein Bild geschickt hat. Einige musste ich ein bisschen anpassen. Am besten ist eigentlich von aus der Ferne zu erkennen, weil ich ja auch um Namen gebeten habe. Ne, wenn man jetzt so steht, JJ ist gut zu erkennen. Da oben White Griffin von Julian und
Hermi ist auch ganz gut zu sehen, aber es ist okay. Die ich jetzt, die mir nicht so geläufig sind, hier Jens, Gitarrist, Berserker, wo war er noch? Hier das, den Arktros unten kann ich nicht zuordnen. Den Hauber da auch nicht so wirklich, momentan jedenfalls. Ja, deswegen, Namen, gut, bei Danny was ist jetzt wurscht, Helmut auch, die ich weiß, ist okay. Ja, und wer Bock hat, da ist noch Platz, da ist noch Platz, da. Also nochmal der Aufruf, wer sein LKW hier gerne sehen möchte, feel free. Ne? Ja, und ansonsten habe ich mir hier eine Werkstatt eingerichtet. Kleiner Werkstattbereich. Die meisten Sachen sind im, eigentlich fast alle Sachen sind im Map-Editor von SCS nicht drin. Die habe ich dann alle da reingebracht. Da muss, das war auch so ein Lernprozess. Ja, und hier habe ich mir eine kleine Ecke hergerichtet. Hier lebe ich dann zurzeit. Ne? Einen Schlafcontainer, einen Küchen- und Nasscontainer. Da habe ich ein paar Ersatzteile noch hingebaut, was ich noch so hatte. Eine kleine Vitrine da hinten. Ja, mit dem Oldschool-Lenkrad und so weiter. Fernseher, Sitzgarnitur. Ja, und hier ist so ein bisschen, naja, ihr wisst ja, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Berufung, was man hier so macht, ne? Und ich denke mal, die eine oder andere Folge wird sicherlich künftig von hier starten. Ist auch erstmal nur ein Anfang. Mal gucken. Da geht bestimmt noch einiges, was man hier noch hinstellen und reinbauen kann. Ideen gibt es genug. Kühlschrank fehlt mir. Bollemann zum Beispiel hat einen schönen Krombacher Kühlschrank. Sowas würde ich mir auch noch hinstellen. Und was man denn irgendwann mal so, worauf man Bock hat, was man so kriegt und so weiter. Das war jetzt, ist jetzt hier so ein Anfang und naja, das soll halt so ein bisschen Party-Hobby-Bereich sein. Musikanlage fehlt, an die Beamer könnte man noch hinbauen, eine Leinwand, da fallen einem gleich so viele Dinge ein. Naja, eins nach dem anderen, warum hier die Schrift so verdreht ist, weiß ich nicht. Das ist von Haus aus. Das Ding, weiß ich gar nicht, warum die Schrift so verdreht ist hier. Guck, da ist sie richtig. Da nicht. Merkwürdig. Ja, der gehört hier nicht zur Halle dazu. Den habe ich hier reingestellt. Natürlich, das muss ja auch alles angebaut werden, ne? Ist ja klar. Ja, und das ist, wie gesagt, hier so mein Bastel- und Hobbybereich. Und dann habe ich hier hinten noch eben einen Hallenbereich, Werkstattbereich. Auch nochmal mit einer, na, sagen wir schnell, mit einer Werkbank und so weiter. Hier sollen dann eben, wenn die, hier ist auch nochmal eine Vitrine und so weiter, auch noch eine Bullbar, wenn die Film-LKWs zu machen sind, Inspektionen und sowas alles. Das soll dann alles hier stattfinden. Ja, und was will man mehr? Direkt am Wasser. Wie gesagt, ich versuche dieses Haus zu mieten. Da bin ich gerade dabei. Und ansonsten gucken wir hier direkt aufs Wasser und da hinten gucken wir auf ein weiteres Element, wichtig für die Story. Das gucken wir uns jetzt an. Oh, so sieht es erstmal aus. Das ist, wie gesagt, mein eigenes Domizil sozusagen. So, jetzt fahren wir mal hier hin. Plus 5 Kilometer, das ist schnell gemacht. Oh, da habe ich schon gesehen, da war die Straße, glaube ich, unterbrochen. Also bis jetzt in der ersten und der dritten Folge, die ich ja etappenweise aufgenommen habe, was ich vorhin erzählt habe. Da waren ein paar Mehrschnitzer drin, was jetzt nicht schlimm war. Ich hätte das auch hochgestellt, um zu sehen, ey, das ist eben alles nicht perfekt. Das ist eben ein Ingame-Test. Und wie gesagt, ich hatte Vorsichtig. dann einiges in der Wiederaufnahme schon ausgemerzt, sodass im Grunde dann Teil 1, naja, hinfällig war. Und dann wolltest du da natürlich auch nicht wieder ansetzen. Hallo. Ich finde eine neue Route. Ja, also hier eigener Bereich. Neu berechnen. Ach, was willst du denn neu berechnen? Was wir denn mal daraus machen künftig? Das werden wir dann alles sehen. Oh Gott, oh Gott. Was wir schon mal machen müssen, ist hier, glaube ich, die Hofeinfahrt. Eieieiei.
ist hier aber noch, siehst du, da bin ich schon hängen geblieben. Hier müssen die Zaunbauer aber nochmal ran. Junge, Junge, Junge. Obwohl, da ist... Da bin ich natürlich so... Hallo. Ich habe immer Probleme mit meinem Rückwärtsgang. Da bin ich natürlich so knapp an den Zaun auffahre, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern. Ja, jetzt fehlen natürlich hier, haben wir auch schon tausendmal gesagt, die Animation, ne? Landwirtschaftssimulator kennen wir alle. Die Animation, wenn du dann irgendwie, gibt es ja auch diese Hooklift-Geschichte, wenn das animiert da runter geht, das war glaube ich sogar schon im LS13, also vor 10 Jahren gab es das schon. Ja, da ist hier an solche Dinge leider nicht zu denken oder den gesamten Fuhrpark sich anzuschauen, ne? Auch so, was immer wieder gefordert wird, die eigenen Trailer selbst, das Spiel On The Road hat jetzt ein Mega-Update rausgebracht, selbst da kannst du dir jetzt mittlerweile schon deine eigenen Trailer angucken. Also nicht nur den einen, den du hinter hast, sondern auch deinen ganzen Trailerbestand oder 5 Stück von dem oder irgendwie sowas. Also da sind die schon weiter hier als SCS, obwohl das Spiel eigentlich schon fast totgesagt war. Ich weiß nicht. Aber lass mal lieber noch ein schönes Valentins-Event raus und nochmal fahren und nochmal so ein Tralala und hier noch ein Paint-Shop und ja, die wichtigen Sachen. Ich meine, es ist ja schön, dass sie jetzt dazu übergehen, die Performance ein bisschen oder das Ganze ein bisschen performanter zu machen für die neuen Computersysteme. DirectX 12 und so weiter. Hallo. Das ist ja schon recht cool. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. So. Auch das ist ein bisschen umgebaut, abweichend von der Map, falls sie einer fahren sollte, diese Map. Demnächst links ab. Was ist hier los? Oh. Biege nach links ab. Das ist natürlich hier blöd mit dem Verkehr, das muss ich mir mal angucken. So. Oh, hier auch mit den... Oh Gott, wieso habe ich hier Gravel? Ah, das muss ich mir nochmal angucken hier. Ich muss mir mal aufschreiben. Was war das zweite jetzt gewesen? Das erste war... Sorry Leute, ich habe das zweite nämlich schon wieder vergessen. Sehe ich zwar dann, wenn ich das Video mache. Also das erste war der Kran vom Kran Containerhafen. Das zweite, was war das zweite? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das dritte ist hier die Straße Fähre. Was war denn das zweite gewesen? Ich höre schon die jetzt das Video gucken. Na, das und das und das. Hast du das vergessen? So, eine weitere Besonderheit, Leute. Auch das gibt es in der originalen Map nicht von dieser Insel. Ist hier auch, um es eben auszuprobieren und zu machen. Ich habe hier mir eine Fähre hingebaut. Eine Fährverbindung. Endlich, wir sind da. Also das Problem ist, ich nutze ja diesen... Shit, wo ist er noch? Diesen... Ach... Ist das der Gully da vorne? Nee, eigentlich nicht, ne?
Also ihr seht ja, ich bin auf dem Fährzeichen drauf, aber beim Map Editor probieren ist es, da habe ich ja diesen Mod nicht drin, der im Grunde diese grünen Zeichen wegnimmt. Wo ist er denn hier? Oh, die verschwinden da drauf, das ist auch nicht gut. AI Autos Fähre, muss ich mir angucken. Naja, wenn ich jetzt den Pinökel hier finden würde. AI Autos Fähre. Wie die verschwinden. Ja, das ist natürlich blöd, das geht gar nicht. Aber wo ist denn, verdammte Hacke? Irgendwo muss er doch sein, hier der Auslöser. Ich habe den doch eigentlich gar nicht so weit weg. Das ist, weil das Symbol zu tief ist, deswegen ist der Nupsi nicht zu sehen. Scheiße. Aber auf jeden Fall habe ich mir hier eine Fährverbindung, auch wenn man sie jetzt nicht sieht, aber oder ich sie nicht treffe, diesen Fährhafen hingebaut, und zwar eine Fähre von hier, von Ottenby nach, rüber nach Visby, nach Gotland. Weil, wie ihr seht, die einzige Fährverbindung nach Gotland im Nahbereich wäre von Karlskrona. Auf der Promotz ist das sogar von hier, doch von Karlskrona, doch da, Karlskrona nach Visby. Und dann müsste ich immer von Kalmar erst nach Karlskrona fahren oder von mir aus dann nach Karlskrona. Und deswegen habe ich mir unten einen Hafen gebaut. Regulär, glaube ich, geht es, im Realen geht es hier von Västervik nach Gotland, geht da eine Verbindung rüber. Also wenn ich Västervik vielleicht noch einen Start bekomme, aber ich komme ja auf die Promotz nicht drauf, naja. Also den habe ich mir auch hingebaut, bis auf die kleinen Wehwehchen da, mit dem, habe ich das jetzt aufgeschrieben? Dieses muss ich auch noch aufschreiben. Auslöserfähre. Auslöserfähre. Ottenby. Ja, das ist ja ein Ding, also. Ich mir eine Fähre hin und habe den Auslöser nicht dafür. Aber wenn ich jetzt diesen Gully-Mod rausnehmen würde, dann wüssten wir, wo der. Ich bin ja nun schon fast drauf. Reingesetzt habe ich das Ding nicht. Ihr seht ja, die Fähre ist auch ziemlich tief. Da ist er. Da siehst du. So, und ich habe mir im Grunde hier Ottenby Visby. Das ist die einzige Fährverbindung, die von hier geht. Und so bin ich dann schneller auf Gotland. Oh, ja, ich fahre ja schon weg. So, dieser Hafen hier ist ein vorgefertigtes Modell. Ihr seht da hinten die Binford Ranch. Ja, hier so ein Barrier, so eine Barriere. Die Fähre müsste ich, glaube ich, nö, ist eigentlich doch ein bisschen höher, könnte sie, ne? Sieht im Map-Editor ganz anders aus, Leute. Wenn ihr das glaubt man nicht, wenn man das so sieht. Also die, mal abgesehen von den AI-Autos sowieso. Ach, glaubst du nicht? Da ist die Rampe wirklich auf dem Beton drauf. Aber wie gesagt, das machen wir anders. Das kommt alles noch weg. Ja. Also, Fähre haben wir gesehen. So. Ich habe mich entschieden, weil das andere gucken wir uns jetzt auch noch an. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ich werde die Folge teilen. Also, ist mir jetzt eingefallen, das wird zu lang. So habe ich wenigstens zwei Folgen generiert. An einem Abend. Ja, also hier mit dem. Ich dachte aber, das hätte ich schon weggemacht, aber scheinbar ja nicht. Das war nämlich auch so ein Akt, rauszufinden, wie man dieses Gras von der Straße wegbekommt. Das hatte ich nämlich hier. Ihr seht, da hinten ist das auch. Da.
Ne? Und hier ist es nicht mehr. Da hinten ist es wieder. Das habe ich alles schon weggenommen. Im Original steht die Tankstelle auch ein bisschen anders. Das habe ich auch ein bisschen umgebaut. Ja, Kalle, komm noch weiter rüber. Du auch. Komm, komm ruhig. Komm, komm, komm. Was war denn Teil 2 gewesen? Ach, weiß ich nicht mehr. Beim besten Willen. So, und dann fahren wir hier hin. Los. Ja. 178 Kilometer. Das alleine ist ja schon eine eigene Folge wert. Aber ich bin jetzt hier so im da schon wieder Rückwärtsgang. Ich bin jetzt hier so im Flow. Und dann machen wir das auch noch mit und dann schaue ich mir das Video an. Dann finde ich vielleicht auch raus, was Teil 2 war, was nicht lief. Oder der zweite Punkt. Und dann, wenn es passt, mache ich da einen Break. Und dann solltet ihr die Einblendung ja gesehen haben mittlerweile. Weil, wenn der Break kommt... Oh, die Kühe sind aber ganz schön groß. Eieieiei, oh Gott. Oha. Oha, das sind aber hier, also hier, Junge, Junge, Junge. Also die Kühe hier, mein lieber Scholli, die hier sind, oh, die werden sehr schmal gehalten, die Kühe, seht ihr das? Aber die Burschen hier, guck mal hier, hier gibt es kleine Kühe und Riesenkühe. Da habe ich aber nichts gemacht. Also das ist vom Map-Ersteller tatsächlich. Kühe. Das ist vom Map-Ersteller. So, du mit deinem Schwindling Evico fährst mir nicht in die Kiste. Hallo. Ja, das gucke ich mir nochmal an mit den Kühen. Ich habe ja... Gott, wo ist denn die von? Ihr habt ja gesehen, das wollte ich nämlich gerade erzählen, dass ich von den Inseln ja fast noch gar nichts abgefahren habe. Ne, wenn man hier guckt, wir machen jetzt die Strecke, war ich noch gar nicht gefahren. Hier oben bin ich nur hingeflogen. Hier ist übrigens noch ein Containerhafen. Wichtig, aber der ist eben nicht verändert. Der ist so, wie er sein soll. Und auf, ihr seht, auf Gotland ist noch alles jungfräulich. Aber da werden wir auch noch hinfahren. Heute machen wir erstmal so eine Vorstellung, was alles umgebaut ist. Und dann in der nächsten Folge, oh, hier die Kühe sind wieder. Da geht es dann so richtig storymäßig los. Was machen die? Also die sind... Für meinen Geschmack, wenn ich hier so rausgucke, etwas groß geraten. Naja. Hier ist hier eine Firma links. Ja, Cellplan, okay. Ja, für Nahverkehr optimal. Du hast die Orte hier dicht beieinander. Und wie gesagt, Nahverkehr, um 300, 400 Kilometer zu fahren, das ist kein Nahverkehr mehr. Immer geradeaus. Herr Mäuschen, es ist aber erstmal rot. Was ist das denn für eine Konstruktion da? Ach, eine Brücke wird da gebaut, okay. Also ist schon gut gemacht. Für mich optimal. Die meisten werden die Map sicherlich nicht spielen, aber für mich, für das, was ich gerne möchte, optimal. Ich habe die Promods jetzt drin, aber ich kann das Ganze eben auch ohne Promods spielen. Ja, hier gibt es noch einiges zu entdecken auf der Insel und auch sicherlich auch ein bisschen zu verbessern. Wie gesagt, mit den Kühen, das war jetzt so ein Ding.
Ich habe auch schon beim Map-Bearbeiten gesehen, das eine oder andere kann man durchaus verbessern. Aber ist okay. Reicht aus, ist nicht schlecht gemacht. Biege nach links ab. Ja, cool wären natürlich jetzt noch so typisch schwedische Gespanne, ne? Die Anhängergespanne, die typisch schwedischen. Ach, schon wieder der Rückwärtsgang. Ja, es wird Zeit fürs neue Cockpit. Da bin ich gar nicht weiter gekommen. Aber jetzt kommt ja der Frühling. Eigentlich wollte ich das als Winteraufgabe haben, aber in diesem Winter hat mich Z-Mod und Mappen gepackt, Map-Umbau. Jetzt habe ich mir das für den Frühling schon mal so ein bisschen zurechtgelegt mit dem Cockpit. Mal gucken. Aber jetzt kommt auch so langsam die Lust, muss ich sagen. Bis den Übergang nachher dann, wenn das DLC mal draußen ist, ob Kalmar dann so noch existiert, werde ich dann sehen. Übrigens auch meinem Gehöft habe ich auch wirklich eine eigene Werkstatt. Das heißt, ich muss, wenn ich was umbauen will, nicht immer in irgendeine Werkstatt fahren. Habe ich ein eigenes Werkstattsymbol hingesetzt. Ich glaube sogar zwei. Aber hier, das ist schon ein typischer Egeri-Schwedenanhänger. Das passt. Alter, das gibt's doch. Du dämlicher Vollhonk, du. Oh, wie doof kann man sein? Immer geradeaus. Blöd wie 3 Meter Feldweg, ehrlich. Mann, Mann, Mann. Die mit ihrer Linksabbiegerei, diese ganzen Schwachköpfe hier. Ja, der nächste Nachtwächter. Ja, du auch noch, oder was? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Rammelt der mir in die Kiste rein? Das kannst du wieder keinem erzählen, ehrlich. Links halten, dann links ab. Biege nach links ab. Immer gern, was ist? Wie doof kann man sein? Also heute hat es ja wieder die KI. Meine Fresse. Auch so ein Phänomen mit meinem Screenie hier, mit meinem selbst auslösenden. Hier, böse dran. Oh, schön. Das ist natürlich, das passt zu hier. Ah, die Schwedenauflieger, das ist einfach die Wucht. Egal, ob das Busbürg oder Egeri oder wie sie alle heißen. Närkö. Na,
So, fahr los. Fahr doch einfach los. So, jetzt sind wir Richtung Karlskrona. Was haben wir? 113. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem persönlichen Highlight, muss ich sagen. Erste Ausfahrt nehmen. Weil an die Halle, die habe ich jetzt ja schon 5-6 Wochen. Oh Gott, oh Gott! Oh nein! Das habe ich schon öfter gehabt, dass das Lenkrad nicht zurückschlägt. Naja, passt ja heute ins Schema. So, was wollte ich jetzt erzählen? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ach so, ja, genau. Mein persönliches Highlight. Da kommen wir jetzt hin. Die Halle war die ganze Zeit mein persönliches Highlight. Und die hat mich auch wirklich Tage gekostet, um die so herzurichten. Aber was jetzt kommt, das hat auch einiges an Zeit in Anspruch genommen. Aber auch viel gelernt wieder dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Zeit, die rennt einfach dahin. Das ist Wahnsinn. Ja, mit dem, ich weiß nicht, das Lenkrad geht immer schwer zurück manchmal. Ja, können wir in Karlskrona ja gleich in die Werkstatt. Gegenüber ist ja eine Werkstatt. So, wenn du jetzt von da abfährst, so wie wir losgefahren sind, Richtung Karlskrona, bringst, was weiß ich, so eine Mulde hin. Fährst nochmal zurück. Da hast du schon eine Folge im Kasten. Länger brauchst du nicht gehen. Und das ist eigentlich so mein Ansinnen bei der ganzen Geschichte. Oh, Tenten. Eieiei. Sorry. Ja, und so gibt es immer ein bisschen was zu basteln. Entweder an der Map oder an den LKWs oder am Cockpit. Und schwuppdiwupp ist die Zeit um. ATS komme ich gar nicht dazu momentan. Paddel wird mich wahrscheinlich am liebsten erwürgen, weil da wartet nämlich auch noch ein Highlight. Aber da muss ich mal sehen. Da zurechtkomme.
Mensch, jetzt können es aber auch mal aufhören, hier zu regnen. Wie sind wir denn zeitlich unterwegs? 17 Uhr? Naja, haben wir den ganzen Tag hier verklart. Na gut, ich habe auch noch wieder gesappelt wie ein Großer. So, wir nähern uns Karlskrona. Und jetzt schon einmal in Erinnerung rufen, was ich vorhin gesagt habe, beziehungsweise wenn die Folge geteilt ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher jetzt, was ich vorhin bei dem Container am Schild gesagt habe. Wollten wir uns ja merken, wie das aussieht. Geradeaus. Du musst jetzt natürlich hier links rum, ne? Du Nachtwächter. Und fahr nicht weiter rein in die Kreuzung. Nein, das brauchst du nicht. Du bist doch... Du bist doof, ehrlich. Weiß ich gar nicht, von welcher Seite. Ach, von hier kommen wir rein. Ja. Sonst ist das eigentlich immer eher eine andere Richtung gewesen. Am Kreisverkehr. So, Karlskrona, wir erinnern uns mal ganz kurz. Da hatte ich ja vorher meine Base gehabt. Die habe ich verkauft. Für richtig gutes Geld. Und was daraus geworden ist, das werden wir jetzt gleich sehen. Mach ich immer ruhig. So, einmal hier geht schon los, was ich gesagt habe. Einmal Luki Luki. Wir haben vorhin gesehen, Containerport mit 3 Containern. Jetzt gibt es das Schild Container Depot mit 2 Containern. Und wer jetzt anfängt in seinem Firmenrefugium bei SCS zu gucken, diese Firma gibt es nicht regulär von SCS. Und wir fahren jetzt hier rauf, in der Hoffnung, das Brett geht auch auf, ja. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Mein alter Hof, den ich verkauft habe. Ihr seht schon, hier kann man tatsächlich. Ich habe jetzt bloß für meinen Aufleger keine Fracht, aber ihr dürft versichert sein, hier gibt es Frachten. Ja, und dieses Gehöft. Ach, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Also denn hier den Upsi? Da ist er, da ist er, da ist er. Also wer die alten Karlskrona-Folgen gesehen hat, der wird das wiedererkennen. So, hier.
Das ist ein Depot für Leercontainer. Und zwar Leercontainer abholen und Leercontainer anliefern. Und ihr seht, ich habe hier für Leercontainer erstmal nur definiert vom Containerdepot. Das habe ich eben umgemünzt, dieses Zeichen. Hier oben bin ich, sieht man das? Ja. Zu den Containerhäfen. Und andersrum genauso. Von den Containerhäfen zum Containerdepot. Hier werden nur leere Container angeliefert und warte mal, kann ich hier mal scheiß Regen wegmachen? Break Pressure Low, was hast du denn? Ja, hier werden nur leere Container angeliefert. Ich habe ja hier hinten, ja, das war ja mein Hof im Grunde gewesen. Und das ist hier im Grunde von den neuen Eigentümern zugekauft worden, das Areal. Und ist ein reiner Lagerplatz für Leercontainer. So, und das habe ich jetzt hier die letzten 3-4 Tage, habe ich mich mit, ach, wenn das mal reicht, mich mit beschäftigt und habe ja quasi rausgefunden und gemacht und getan, wie erstelle ich meine eigene Firma. Wie erstelle ich meine eigene Firma? Das ist noch relativ einfach. Das erklärt der Michael Meder auch sehr gut in seinen Videos. Daran habe ich mich orientiert. Und dann, wie erstelle ich eigene Frachten? Und so weiter und so weiter. Und sobald ja irgendwo ein Komma fehlt oder irgendwas falsch reinkopiert ist, dann sucht man sich kaputt. Die Leute, die sowas schon mal gemacht haben, die wissen, was ich meine. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es dann irgendwann hinbekommen, habe mir hier eigene Zeichen im Grunde gebaut, Containerdepot. Als Vorlage dient hier im Grunde Containerport, das Schild. Und das soll eine Zweigstelle der Containerhäfen im Grunde sein, dieser Firma Containerport. Und hier geht es, wie gesagt, nur um Leercontainer. Das ist der erste Schritt. Storymäßig im Grunde mit dem Leercontainer zum Kunden. In dem Fall jetzt erstmal nur die Containerhäfen definiert, da werden noch andere Kunden dazukommen. Oder von anderen Kunden, wenn sie denn Leercontainer oder sie haben vollen Container bekommen, ein Kunde, und hat den im Grunde ausgeräumt und entladen im Grunde und einen Leercontainer hier ins Leerdepot. Das ist ja auch im realen Leben so. Das hat sich auch ob ich das so vor 20 Jahren gemacht habe oder heute, das hat sich nicht grundlegend geändert. Es fehlt natürlich der nächste Schritt, hier einen Leercontainer aufnehmen, zum Kunden fahren, beim Kunden voll machen und dann zum Container haben zum Beispiel. So ist ja der Umlauf, wie ich das von früher kenne, bietet natürlich die Story nicht. Aber ich für mich, für mein Story-Element, habe jetzt zumindest mal die Option, Leercontainer zu fahren. Und das ist eben ein wichtiges Element und Instrument für meine Story. Und das freut mich, dass ich das hinbekommen habe. Das hat viel Arbeit gemacht. Und da gibt es sicherlich noch das eine oder andere zu verbessern. Aber es klappt erstmal. Ich bin im Rohbau, im Rohumlauf habe ich das schon hingekriegt, dass ich da im Grunde einen Leercontainer aufnehmen konnte. Ja, und natürlich, mit dem Gespann hier macht es jetzt keinen Sinn. Das ist aber auch so definiert, ich kann hier mit der Solomaschine herfahren und ein ganzes Gespann aufnehmen, also einen ganzen Auflieger mit Container. Das interessiert mich ja nicht, ich will ja mit meinem Leerchassis herfahren und einen Container hier aufgesetzt bekommen, der einfach nur leer ist. Und das war ein hartes Stück Arbeit, ohne Flachs, aber ich habe es hingekriegt. Und ja, da freue ich mich, dass das geklappt hat. Ja, Freunde, das ist so ein erster Zwischenstand, was hier gerade so Sache ist, wo ich mich gerade so hinbewege. Und ja, ich habe unwahrscheinlich Bock, Hooklift zu fahren, aber ich habe auch Bock, Container zu fahren. Ich habe auch Bock, Schüttgut zu fahren. Ich habe Bock, zu Map umzubauen und. Ich weiß, es ist der Wahnsinn. Es macht einfach alles Spaß. Es ist immer die Zeit, wisst ihr ja. Heute haben wir eben für die Folge nichts verdient. Aber ich bin mal wieder mit dem Hooklift gefahren. Auch für das Hooklift-Gespann
wird es ja noch das eine oder andere geben. Ich habe es ja nur schon erklärt. Mein Gedankengang ist, Containergeschäft haben wir. Check. Habt ihr gesehen, Containerhafen, 2 Stück gibt es und dieses Depot. Dann Trailerverleih, um verschiedene Trailer zu fahren als Story-Element, ist im Aufbau. Check. Schüttgut muss ich mir noch was einfallen lassen. Und hier für die Hooklift-Geschichte, da muss ich mir auch noch ein bisschen was einfallen lassen. Und dann habe ich meine Sachen, mit denen ich umherfahre, eigentlich zusammen. Und mit diesen Worten und mit diesen Eindrücken soll es das gewesen sein. Ich schwanke jetzt schon wieder. Ihr werdet es ja sehen, ob es zweigeteilt war oder eine Folge. Wir sind jetzt bei 1 Stunde und, ach, je nachdem, müssen wir gucken. Wahrscheinlich werde ich es teilen. So habe ich wenigstens 2 Folgen. Und ja, mal gucken, wann die nächste wieder kommt. Wird sicherlich ein bisschen dauern. Wir haben jetzt Mitte Februar. Bis Mitte März bin ich definitiv unterwegs. Dann bin ich bis Mitte April hier. Dann ist ja schon hoffentlich der Frühling vor der Tür. Mal gucken, was dann so für Ideen wieder im Umlauf sind. Schauen wir mal. Naja, und bis dahin sage ich, tja, was sage ich? Wie immer, danke fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war interessant. Vielleicht konnte ich ja den einen oder anderen animieren, auch mal in diese Map-Umbaugeschichte reinzuschnuppern. Nochmal der Hinweis, Michael Meder, das ist die erste Adresse. Ja, und vielleicht hat ja der eine oder andere Bock, seinen Hof selber zu bauen. Scheut euch nicht, das ist alles machbar. Und dann gucken wir mal, was in der nächsten Folge dann schon wieder so Sache ist von diesen ganzen WWchen. Naja, und bis dahin, Freunde, wie immer an dieser Stelle, lasst euch nicht verarschen. Ich sage danke fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen da. Abonnieren kostet auch nichts und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ben Ford.